Die Käsestraße Bregenzer Wald feiert heute ihren 20. Geburtstag. Schon bei der Gründung des Vereins war das Ziel, die regionalen Käsespezialitäten über Vorarlberg hinaus bekannt zu machen und den Absatz zu steigern. Die Anfangseuphorie war groß, doch es gab dann auch Höhen und Tiefen. Heute, so versichern die Verantwortlichen, ziehen die Mitglieder an einem Strang. Im Mai 1998 wurde die Käsestraße ins Leben gerufen. Als gemeinnütziger Verein zur Förderung der Bregenzer Wälder Käsekultur. Großer Bahnhof bei der Gründungsfeier in Schoppernau. Erstmals sind sämtliche 23 Bregenzer Wälder Gemeinden miteinander verbunden in der Käsestraße. Und das ist eine Weltneuheit. Das hat es bisher noch nicht gegeben in dieser Form. Es soll den Bauern, den Milcherzeugern, den Käseerzeugern die Möglichkeit gegeben werden, über diese Käsestraße als Marketinginstrument eben ihr Produkt besser verkaufen zu können. Und das wollte man mit Aufmerksamkeit erreichen, unter anderem mit der längsten Käsetafel der Welt. Derart spektakuläre Aktionen gibt es heute nicht mehr. In den letzten Jahren fand eine Neuausrichtung statt. Früher war es eher so, dass der Verein Käsestraße tourismuslastig war. Und dies kam dann im Jahr 2014, ein kleiner Umbruch, dass man hier die Sennereien also stärker hereingenommen hat, oder? Und die Sennereien auch als Produzenten hier das Sagen haben. Derzeit hat der Verein rund 160 Mitglieder, von Sennereien über Gastronomiebetriebe bis hin zu Museen. Die Käsestraßen GmbH in Lingenau konzentriert sich vor allem darauf, die Mitgliedsbetriebe bei der Vermarktung ihrer Produkte zu unterstützen. Die Käsestraße ist im Foyer des Käsekellers untergebracht. Es ist das Schaufenster und hier können die Leute alles verkosten und sehen und gehen auch raus an die einzelnen Sennereien und so profitieren die Sennereien auch wieder davon. Der Umsatz der Käsestraße liegt bei 600.000 Euro für Werbung, Veranstaltungen und Personal. 90.000 Euro kommen als Förderungen von Land, Bund und Gemeinden herein. Das soll sich aber ändern. Die Zukunftsstrategie der Käsestraße, wir versuchen, dass wir in der Direktvermarktung besser Fuß fassen können und so auch die Finanzierung der Käsestraße in diesem Rahmen sicherstellen und von den Förderungen unabhängiger zu werden. Und ein wesentliches Ziel bleibt auch nach 20 Jahren im Fokus der Käsestraße, der Erhalt der regionalen Kleinstrukturen im Bregenzer Wald.